Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier in der, ja, in dem 100-jährigen Krieg angekommen und wir hatten hier schon unsere Armee aufgestellt. Schaut euch die an. Und wir waren dabei hier in Frankreich, war es glaube ich, ja, in Frankreich, uns noch eine Armee aufzubauen. Würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Aber wieso ruckelt das so komisch jetzt hier? Naja, egal. Gut, Leute, ich werde einen Mix machen aus allem. Gepanzerte Soldaten. Dann haben wir hier die Ritter. Ist klar. Hier haben wir noch einen Bogenschützenschießstand, ne? Genau. Da mache ich auch mal. Moment. Nein, nein, nein. Ich nehme die Armbrustschützen mit, Leute. Die Armbrustschützen, die sind so gut. Wirklich. Alles klar. Und wir waren dann erstmal hier und ich. Warum ruckelt das so? Naja gut, egal. Ganz genau. Und wir müssen hier oben uns weiter vordringen nach KN oder wie die Stadt heißt. Calais, genau, Calais. Hier ist ja der Eurotunnel, ne? Von hier nach hier. Weil hier oben ist ja London, wie wir sehen. Hier, Tower von London. Und jo, dann würde ich sagen, gehen wir das mal weiter an hier. Wir haben genug Einheiten. Wir können keine Restpunkte mehr verteilen. Das ist aber in Ordnung. Und ja, Leute, wisst ihr was? Ich mache mal ganz kurz einen Check, weil irgendwie ist das komisch, dass das hier so laggt. Also bis gleich dann. So, da bin ich wieder. Ja, einfach Aufnahme mal beendet und wieder angefangen. Und jetzt läuft es wieder flüssiger, wie ihr es gewohnt seid, Leute. Alles klar, dann würde ich sagen, brauche ich noch weitere Armbrustschützen, weil die sind verdammt gut, muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Und weitere Ritter. Ui, der Vogel, ey. Und eine Kaserne brauche ich eigentlich nicht mehr, weil ich habe hier genügend Pikeniere und alles. Schau euch das an. Ich habe hier genügend Pikeniere. Langschwertkämpfer und alles, ja. Aber die können wir aufrüsten noch. Stimmt, die können wir noch aufrüsten, Leute. Allerdings muss ich da mit den Ressourcen ein bisschen vorsichtig sein. Aber das passt schon soweit. So, da kommen jetzt noch drei Stück raus. Kavallerie-Bogenschütze, Langbogen. Ja, aber gut, mach mal Kavallerie-Bogenschützen. So, dann haben wir noch 66 Eisen. Mit den 66 Eisen können wir vielleicht noch die Ritter. Nee, die brauchen Gold. Die Pikeniere können wir noch einmal Angriff mehr machen. Genau, Leute. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das Ding schon. Also die Armee haben wir eigentlich schon fast fertig hier. Armbrust, Leute, schaut euch die an. 40 plus 8, das sind die Vorgänger von den Musketen, Leute. Wir bekommen nämlich hier auch Musketen, beziehungsweise Steinschlossgewehre, wie es ja original im Mittelalter auch, in der Renaissance auch war. Tja, dann wird es verdammt interessant. So, das ist sogar schon voll hier. Okay, alles klar. Dann bewegt euch mal nach da oben. Die Spielgeschwindigkeit mal wieder hoch. Und während die sich nach oben bewegen, kann ich ja doch nochmal einen hier. Ah, Gold 50. Das ist ein bisschen doof. Schade, aber Gold 75. Ah, die brauchen alle so viel Gold. Kann ich nicht noch einen hier verbessern? Gold 100. Ach du meine Güte. Und ja, genau, Leute, da sind wir wieder mit Empire Earth. Hab gerade Command & Conquer aufgenommen, das Remaster. Und warum kann ich die nicht anwählen? Warum nimmt der immer die Trebuchets? Jetzt wähl den an. So, ich würde nämlich ganz gerne noch ein Feld. Die brauchen alle Gold 60, ne? Das ist. Ah, hier. Gold 22, Gold 22, alles klar. Gut, dann haben wir unsere Ressourcen perfekt ausgenutzt. Dann würde ich mal sagen, ihr kommt mal bitte schon mal nach vorne, weil ich möchte euch nicht in meiner Hauptarmee haben. Vor allem der schwarze Prinz. Genau, Leute, der schwarze Prinz, der muss auch für St. Georg. Ach du Heilige, fangen sie schon an zu ballern. Ja. Ist in Ordnung. Gut, dann reiten wir nach Calais. Calais. Für Albi. Oha! Okay, dann bleibt mal hier stehen. Und helft mal. So, ihr macht das schon, ja? Mittelalter-Schlacht, Leute. Schaut euch das an. Ja, die machen wir fertig. Ach du Heilige, die haben Steinschleudern da. Schaut mal. Aber egal. Wir haben unsere Trebuchets dabei. Das passt schon. Alles klar.
Gut, hier ist noch zu. Aufmachen! Los! Hier ist Marcel Davis. Aufmachen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das war so geil damals. Marcel Davis 1 und 1, ey. Russe Dimitri. Ja gut, egal. Der hat einen Priester, oh mein Gott. Der ist ein... Ist das ein Priester? Ist ein Priester, ja. Ist ein Priester. Der hat tatsächlich Bekehreinheiten. Krass, Leute. Gut, dann... Mach mal alle kaputt da, los. Mal wieder hier raus. Lass mal die Trebuchet, das... Trebuchets das Tor aufmachen. Jetzt lass mich hier rein. So. Oh nein, Moment. Trebuchets, geht ihr mal bitte noch vor? Für Albion. Oh nein! Oh mein Gott! Da, wo ist der Scheißpriester? Da ist der Scheißpriester. Mach diesen Priester weg! Der Priester, ey. Der kann einem echt leid tun, wirklich. So, alles klar. So. Der Sieg ist fast unser. Ganz genau, Leute. Lasst ihr mal meine Trebuchets in Ruhe. Was soll das denn? So, alles klar. Ihr... Macht mal alles kaputt. Und die Trebuchets, geht mal bitte hier hin. Was macht ihr denn da, Mensch? Die Trebuchets machen bitte den Turm kaputt. So, Leute, dann hier. Tod den Heiden, los. Oh, was ist das denn? Der hat auch ein Trebuchet. Oh mein Gott. Gar nicht gesehen, das Ding. Okay. Ja gut, dann macht diesen Armbrustschützen kaputt. Der will meine Trebuchets kaputt. Ihr du Penner, wirklich. Du Penner. Er macht meine Trebuchets kaputt. Lasst es in Ruhe. Lasst es in Ruhe. Ach, verdammter Penner. Oha. Der baut ganz schön viele Einheiten hier nach. Ne? Also so langsam wird es schwierig. Das könnte echt sein, dass ich das faile. Das wird echt ein Fail. Das glaube ich ja jetzt nicht. Wo ist der König? Da ist der König. Oh Gottes Willen. Leute. Das wird echt ein Fail. Das ist ja unfassbar, wirklich. Das wird, weil die auch immer auf die Bürger gehen, ne? Das ist so blöd. Ja, natürlich. Nee, Leute, okay, das muss ich dann anders angehen, tatsächlich. Ich muss das nochmal laden. Scheiße. Okay, alles wieder nachbauen. Shit. Ja, gut. Spult einfach vor, wenn ihr keinen Bock drauf habt, das hier zu gucken. Gut, ich muss mich noch besser vorbereiten hier. Oh Mann, Leute. Aha, das war schon schwierig. Aber ich kann ja mit den Trebuchets erstmal hier schon mal ein bisschen was platt machen. So. Der hat da ganz schön viel Scheiße drin, muss ich sagen. Also, wo schießt ihr da schon wieder drauf, hä? Wo schießt ihr da schon wieder drauf? So, dann... Trebuchets. Macht das Zeug kaputt da, los. Genau, ihr lasst euch schön heilen. Oh Gottes Willen. So. Nein, das Trebuchet! Ach, verdammt. Egal. Leute, das passt schon so. Die werden hochgeheilt hier, los. Der William, der heilt die Trebuchets schön hoch, ja. Sehr, sehr gut. Alles klar. Gut, dann haben wir das. Dann macht das Zeug dann... Ach du Scheiße. Steinschleudern, ey. Mensch. Okay, dann... Die Trebuchets machen die Steinschleudern kaputt. Die gehen nämlich schnell kaputt durch die Trebuchets, seht ihr? So, Leute. Lasst das jetzt. So, heilt euch. Los. Nein, jetzt bleibt mal da. So, los. Ihr macht mal bitte Stellung halten. Die Trebuchets, die machen einfach das auf. So, Leute. So. Alles klar, die Trebuchets machen einfach auf. Dieser Priester da oben. Dieser Priester. Mach den scheiß Priester weg. Dummkopf. So. So. Meine Güte, ey. Der hat einen Armbrustschützen da. Schaut euch das an. Der hat einen Armbrustschützen. Sein Ernst? Oh, alter Schwede, wie viele Einheiten der hat, ne? Das ist unglaublich. Ja, mach diese Kacke da kaputt. Und dann geht mal hier wieder raus. Das ist doch blöd. Das ist doch doof, ey, wirklich.
Alles klar, dann müsste ich eigentlich noch eine Kaserne bauen. Na gut, dann baue eine Kaserne. Das zieht sich alles jetzt ein bisschen in die Länge. Ich dachte... Ach du Heilige, was macht ihr denn? Ey, dumme Steinschleuder. Ernsthaft. Und die Armbrust da hinten. Die Armbrust, die tut weh, Leute. Ach du Heilige, ey. Alles klar, dann haben wir das Tor schon mal offen. Der baut immer noch, der baut immer Ressourcen nach, ne? Das ist so krass, das ist krass. Aber gut, das ist halt die Schlacht von Frankreich. Oh, dieser scheiß Priester. Verdammt nochmal, dieser blöde Priester, dieser Schweinepriester. Mach diesen scheiß Priester weg. Der klaut mir alle meine Einheiten, dieser Penner. Ja, super. Dummer Priester, ey. Verdammt. Und der stirbt. Nö, nochmal lade ich das jetzt nicht, Leute. Nein, das muss nicht sein. Nochmal nicht. Alles klar, dann muss ich mich noch besser darauf vorbereiten. Okay. Der hat 16 und der hat... Wie viel hat der? Plus 2, okay. Ah, doof, Leute, doof. Das ist anspruchsvoller, als ich dachte, da oben. Alles klar, dann. Wir haben natürlich keine Ressourcen mehr, ne? Das ist gerade ein bisschen blöd. So, okay, egal, Leute. Wir brauchen dafür eigentlich nur Gold und Holz, ne? Ach, verdammt. Verdammt. Der hat noch Türme da stehen. Das ist... Nee, wisst ihr was? Ich muss es nochmal laden. Es tut mir leid. Verdammt. Ja, diese Folge, die ist... Das ist nicht einfach, wirklich. Gut, alles klar. Gut, dann... Das blöde Holz hier, ne? Ich muss mit meinen Einheiten ein bisschen besser wirtschaften, ja? Weil jetzt da unten hinzulaufen und da die Ressourcen abzubauen, da habe ich irgendwie keine Lust drauf. Deshalb, ja, muss ich hier gucken, dass ich hier irgendwie auch eine Kaserne aufgebaut kriege. Ja, wobei, nee, eigentlich nicht. Ich habe ja noch nur noch begrenzte Ressourcen hier, also. Aber ich kann mir noch, was mir gerade auffällt, ich kann mir noch anstatt der Armbrustschützen... Nee, lass mal die Armbrustschützen weg. Ich kann noch... Die Frau... nein. Ich kann mir hier noch... 275 Holz, seid ihr ernst? Ist das euer Ernst? So. Bringt mal das Holz weg hier. So. Eine Belagerungswaffenwerkstatt bauen. Und dann am besten noch ein, zwei Trebuchets. Das wäre super, Leute. Weil ohne Trebuchets ist das da oben sinnlos. Das ist einfach so. Okay. Die brauchen ja nur die brauchen auch Gold, ne? Das ist. Ja, egal. Nee, das passt schon soweit. Ich brauche eigentlich nur Holz. Ich brauche ganz dringend Holz, Leute. Gut. Weil Trebuchet braucht. Das ist. Schwerer Belagerungsturm. Ah, das ist, glaube ich, für die Soldaten hinter die Mauer zu bringen, ne? Ganz genau. So, Trebuchet. 150 Holz. Meine Fresse. Das ist schon übel, ja, muss ich sagen. Gut, dann bringt ihr mal euer Holz weg, bitte. Und Steine brauche ich nicht. Steine brauche ich wirklich nicht. Geht hier mal mit zum Holz, bitte. So, Trebuchet. Ich kann auch zwei Stück bauen danach. Sehr, sehr gut. Gut, dann mache ich das noch direkt. So, ihr seid jetzt alle am Holz hacken. Zack, 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 ratatat. Und ja, Leute, ich hoffe, es geht euch gut soweit. Ich weiß, ich frage das oft, aber ich möchte halt, dass meine Zuschauer sich wohlfühlen. Und, ja, momentan ist ja noch so ein bisschen Corona-Zeit angesagt, ne? Und was macht ihr denn da? Ah, ihr seid fertig, okay. Und, ja, ich hoffe, dass ihr gut durchkommt. Wie gesagt, das ist ja alles nicht einfach im Moment, ne? Aber gut. Das Trebuchet, das kann schon mal nach oben fahren, weil die brauchen ja extrem lange, bis sie da sind. Ist klar, dann würde ich sagen,
Gold 60. Ja, einen kann ich sogar noch hier. Ja, dann nehme halt einen Ritter noch. Gut, und noch einen Trebuchet gleich. Sehr, sehr gut. Weil die Dinger, die brauche ich. Die sind einfach wichtig hier. Schau ich mal, wie langsam die sind. Und ich habe die Spielgeschwindigkeit schon auf Maximum. Also, ja. Gut, Leute, alles klar. Dann noch einmal ein Trebuchet, bitte. Und dann habe ich nur noch Eisen. Oh. Das ist dann blöd. Aber es ist egal, Leute. Die Langschwertkämpfer, die können noch mal ein bisschen mehr aushalten, bitte. So. Alles klar. Dann würde ich sagen, haben wir das Ding. Und dann reitet ihr alle mal nach da oben, bitte. So, und bevor ich das gleich nochmal machen muss, speichere ich das Ding jetzt erstmal. Ich habe schon eure Zeit genug verballert hier. 10 Minuten, um genau zu sein. Aber das gehört halt bei manchmal bei Let's Plays dazu. So, wir haben jetzt 6 Trebuchets. Also ich glaube, jetzt langsam sollte das schon reichen. Die 6 Trebuchets hier. Das Ding. Das sieht irgendwie lustig aus, ich weiß auch nicht. Aber gut, Leute. Na gut, wisst ihr was? Ihr könnt doch einfach mal so spaßigshalber Gold und Eisen reinbringen, weil Holz brauchen wir nicht mehr. So, alles klar, dann. So, dann. Was? Nein. So, da sind 5. Bringt mal spaßigshalber einfach mal Gold und Eisen rein. So, wie viele sind denn das? Ist gut, dann bringt mal einer mehr Gold rein, ja, alles klar. Gut. Die Trebuchets sind angekommen. So, 6 Trebuchets. Meine Fresse, ey. Wenn das jetzt nicht reicht, ne? Hier, der Albion. Der kann auch mal... Für Albion, ja. Der kann auch mal hier separiert werden. Und die können auch... Wir werden angegriffen. Was zur Hölle? Wo kommen die denn her? Wo kommen die denn her? Sagt mal. Das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung, dass hier noch Leute sind. Verdammt. Ja gut, dann baue ich die gleich nach. Dann. Krass. Da sind noch französische Bauern. Wo kommen die denn her? Ja gut, dann würde ich sagen, dann baue die nach. Komm. Dann war das halt ein Todeskommando. ja. Gut, alles klar, dann macht ihr mal alle mal bitte Festung halten. Der König hier... Oh, nein! Da ist er schon! Was? Okay. So, dann... Gut, dann raus da, los. Und ihr auch, bitte. Schießt da mal drauf da, überall. Geht nicht immer auf die Trebuchets. Die gehen immer auf die Kack-Trebuchets. Ne, das ist so blöd. Egal. Leute, das haben wir. Die Vorhut hier, die haben wir. Alles klar, Leute. Haben wir noch 6 Trebuchets? Wir haben noch 6 Trebuchets, alles klar. Gut. Für Ruhm und Ehre, ja. So, dann langsam vorangehen. So. Nochmal kurz. Nein, 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 nein. Nicht laden. Nochmal kurz speichern. So. Ist die halbe Folge auch schon wieder rum, hey. Mensch, Mensch, Mensch. Alles klar, gut. Ihr, mach mal das Tor auf. So. What's? Und ihr macht bitte das Ding kaputt. So. Los. Der hat ganz schön viel da drin, deshalb, ja. So. So, zack. Und weg damit. Sehr schön, Leute. Sehr, sehr gut. Der will nämlich immer auf meine Trebuchets hier. Los. Und macht diesen scheiß Priester da hinten im Arsch. Diese Priester, die haben mir beim letzten Mal wirklich... Ernsthaft... Die Priester, die haben mir wirklich beim letzten Mal, haben die mir das Genick gebrochen, diese blöden Priester. So. Aber das ist... Boah, wo kommt dieser ganze Schaden her hier? Verdammt nochmal. So. Ihr könnt bitte da drauf schießen, ey. Verdammt. Macht das Ding da kaputt. Der will unbedingt meine Trebuchets haben, ne? Ja, der hat einiges an Einheiten hier, muss ich schon sagen. Gut, Trebuchets, fahrt mal nach vorne und baut nochmal diese Kaserne da im Arsch. So. Alles
alles klar. Und ihr macht jetzt diesen da kaputt. Verdammt nochmal. So, hier und hier. Ach, das sind nur Bürger, okay. Gut. Die können hier das kaputt machen. Diesmal sieht das besser aus. Mit Rammböcken? Was will der denn mit Rammböcken, Leute? Was will er denn damit? Ist ja lustig. Was will er denn mit diesen Rammböcken? Alter Schwede. So. Trebuchets, mach mal bitte hier diese andere. Und wo ist dieser blöde Priester schon wieder, ey? Da hinten, dieser scheiß Priester. Verdammt nochmal, dieser blöde Priester. Und überall seine Einheiten hier, ne? Überall seine scheiß Einheiten. Mensch, Leute. So, aber das sieht besser aus, Leute. Das sieht richtig gut aus. So. Oh, dieser blöde Priester. Mach den Scheiß kaputt da. Wo ist der? Da hinten ist der. Der Priester da. Oder Prophet. Ja, Prophet. So, Leute. Wo ist der König? Für St. Georg. Ja, okay. Dann... Boah, ey. Der geht unbedingt auf meine Trebuchets, ne? Das ist so bescheuert. Ja, toll. Alter, was? Wo kommen die Sachen her? Hä? Ich verstehe nicht, wo ist dieser... Dieser blöde Priester, ey, wirklich. Ich muss das Scheiß nochmal laden. Das ist so unübersichtlich irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ja gut, dann... Ihr macht mal bitte das Tor auf. Scheiß Priester, ey, wirklich. Ihr macht bitte das Tor auf. Ihr macht bitte alle das Tor auf. Tor aufmachen. So. Der will unbedingt auf meine Trebuchets. So, Leute. Dann macht ihr jetzt mal alles kaputt, was da sich nähert hier. So, der kommt nacheinander. Da ist dieser blöde Priester, ey. Weg damit. Scheiß Priester, wirklich. So, ihr macht den kaputt. Ihr macht den hier kaputt. So. Gut. Schützt die Trebuchets, Leute. Schützt die Trebuchets. Macht den kaputt da. So, Leute. Wir müssen uns langsam und behutsam hier vor... voranpirschen. ja, da kommt die Rammböcke. Keine Ahnung, was der mit den Rammböcken hier will. Ja. So, alles klar. Weiter geht's hier. So, ihr macht bitte den Turm da kaputt. Trebuchets schneller. So, jetzt. Und rein da, los. Und rein da und Trebuchets. Ach du Kacke, Leute. Das ist so viel. So viel Zeug, was der da hat, ne? Da oben ist schon wieder so ein blöder Priester da. Die Priester, die sind richtig nervig. Dumme Religion. Ach, da hinten ist noch eine Steinschleuder. Ach ja, pff, toll. So, dann macht die halt kaputt. Los. So, ihr Trebuchets, macht bitte das Ding hier kaputt. Da ist schon wieder so ein blöder Schwertkämpfer. Wo kommt der denn her? Verdammt nochmal. So, egal. Leute, Trebuchets, macht die Kaserne im Arsch. So, da ist noch ein Schwertkämpfer. Hier ist auch noch ein Schwertkämpfer. Wo kommen diese ganzen Einheiten her? Hä? So, dann macht diese Scheiße kaputt, wirklich. So. Der baut Einheiten ohne Ende, Leute. Ohne Ende. Ich glaube, wenn ich das hier kaputt mache, dann haben wir gewonnen, ne? Dann versuch das jetzt einfach. Komm, dann. Dann mach das Ding einfach kaputt, los. Beschiss einfach die Trebuchets, Leute. Das ist so bescheuert, wirklich. Aber ich glaube, wenn wir das geschafft haben... Nein, ihr! Kaputt machen! Los, kaputt machen! Dann haben wir's, oder? Oh, Gott sei Dank, ey. Mann! Oh, okay. Holy crap. Ja, das war schon... Das war heftig. Guck mal, wie viele Einheiten der noch hatte hier am Ende. Okay, Leute, gut. Dann würde ich sagen... Nein, 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 abbrechen. Was? Szenario spielen, okay. Gut, nochmal kurz speichern. Dann haben wir ja Calais eingenommen, Leute. Gut.
Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt im fliegenden Wechsel in die nächste Mission schon. Um keine großartige Zeit hier zu verlieren. Meine Fresse, also der hat schon echt hier Widerstand geleistet, ja, muss ich sagen. Der schwarze Prinz, Leute. Alles klar, würde ich sagen. Hören wir mal dem geilen Erzähler wieder zu hier. Der sagt irgendwie nichts hier. Jetzt doch, okay. Oder auch nicht. Schade. Doch. Segelten englische Frachtschiffe majestätisch durch die Gewässer des Kanals. Edward, der schwarze Prinz, Sohn von König Edward III., kehrte nach Frankreich zurück, um den Krieg fortzuführen, der einst der Hundertjährige heißen wird. An der französischen Küste ging sein kleines Kontingent Soldaten von Bord und wartete ans Ufer. Meine treuen Männer, sagte er zu der Schar vor ihm, zwar sind wir nur wenige, doch unsere Mission dafür umso wichtiger. Wir wollen tief ins Landesinnere Frankreichs vorstoßen und plündern, was wir für die Schatzkammern Englands finden. Haben wir Erfolg, könnte unser Tun den Ausgang dieses Krieges bestimmen. Alles klar, Leute. Gehen Sie nach Osten zum Mittelmeer und erobern Sie 4 französische Schatztruhen. Alles klar. Edward, der schwarze Prinz, muss überleben. Er muss ja doch immer, oder? Haben wir ja irgendwelche Tipps? Die Ritter sind schnell, aber fern sind so einfach eine Truppe. Wer weiß schon, welche Gefahren vor ihnen liegen. Okay. Kann die beste strategische Position entscheidend sein. So, wir müssen einfach hier Sachen plündern. Okay. Dann würde ich sagen... Hä? Irgendwie ist das Spiel gerade ein bisschen verbuggt. Naja, gut. Hauptsache, es läuft. So, Cutscene. Herhören, Männer. Wir ziehen nach Osten zum Mittelmeer und verwüsten und plündern alles auf unserem Weg. Unser Angriff wird Frankreich den Todesstoß versetzen. Alles klar, also einfaches Missionsziel eigentlich, ja. Gut, Leute, was haben wir denn hier für Sachen? Ich glaube, wir haben hier wieder Reiter, ne? Also viel Ritter. Okay, Kavallerie, Schwertkämpfer. So, wir können... Kostensenko-Panzerung. Das ist eigentlich Speerkämpfer. Ich weiß nicht, ob das Speerkämpfer sind, aber machen wir einfach mal. Ja, Panzer, genau. Die Panzer im Mittelalter. Nee, okay. Leute, dann passt das. Und da würde ich was sagen. Ist wieder so langsam. Würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter. So, wir sind hier wieder in Frankreich, Leute. Und müssen nach Voltaires gehen. Alles klar, dann würde ich sagen. Oh, was ist das denn? Oh, 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 okay, Frankreich. Frankreich, böse Frankreich. Böse Frankreich. Genau, die machen wir aber easy kaputt hier. Ja, das passt. Ohne... Oh. Wir müssen alle Reichtümer finden und holen. Genau, diese lebende Truhe hier. Oh Mann, Leute, ernsthaft? Ja, komm, dann fahr mal da hinten hin. Diese lebende französische Truhe hier. Naja, gut. Alles klar. Ich glaube, Dörfer. Dörfer. Hallo? Nö. Okay, schade. Gut, alles klar. Dann Truhe, dann komm mal mit. Du lebende Truhe. Hm? Alles klar. So ist das an. Die fährt automatisch. Autonome Truhe hier. Die sind weiter als wir heutzutage, ja. Die Franzosen aus dem Mittelalter sind weiter als wir. Schon krass. Die Franzosen wollen ihre Schätze zurückerobern. Oh. Wo kommen die denn auf einmal her? Okay. Ja gut. Alles klar, dann mach die kaputt. Die wollen die Schätze. Ah, die wechseln einfach hier die Kontrolle. Gut, alles klar, dann. Dann würde ich sagen, lassen wir das mal nicht zu. Und wir können hier durchs Wasser warten. Ja, genau, dann würde ich sagen. Jo, gucken wir mal weiter. Wir müssen einfach nur nach rechts. Ne? Die Kiste, die kann einfach mal mitkommen. Das ist so komisch, ey, wirklich. Oh, hier ist ein Dorf. Frankreich. Oh ja, oh ja. Aha, okay. Da ist ein Turm, oh nein.
Da hat jemand irgendwas gesagt gerade eben. Oh nein! Leute, nicht so viele Einheiten verlieren. Was machen denn die anderen wieder? So, dann der König, der kann mal wieder heilen hier. Tue, du kommst mal her. Das ist so bescheuert. Ey, ihr sollt alle bitte alle auf diesen Turm schießen da. Los. So, Leute. Ne, die schießen nicht alle drauf. Naja, gut. Ist egal. So. Ah. Alles klar, da ist noch eine Truhe. Alles klar, also nur noch zwei Stück. Na toll. Super. Aber wo müssen wir denn jetzt hin? Hä? Was geht denn hier ab? Warum Musik hier? Warum? Hä? Okay. Hä? Wo muss ich denn jetzt hin? Sagt mal. Ja, dann mach dieses Haus halt kaputt. Aber wo müssen wir denn jetzt hin? Sagt mal. Ist gerade ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Hä? Hier ist gerade irgendwie versperrt, ne? Bisschen merkwürdig. Aber gut, dann geht ihr mal halt mal zurück. Gibt's hier irgendwie was an den... Nö. Vier französische Schatztruhen. Die Bäume, ey, wirklich. Die Bäume versperren uns den Weg, okay? Es kann nicht sein, dass ich jetzt schon wieder zurück muss. Oder? Oder? Moment. Das ist gerade ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Oh, oh, und wir sehen gerade, dass die Folge schon zu Ende ist. Alles klar, Leute, dann würde ich mal sagen, jo, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen und ja, dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Ne? Tschüss.